Hi, heute will ich dir ein bisschen was über einen Schuh erzählen. Ein Barfußschuh, das ist der Flughund von den Wildling-Schuhen. Genau, ein kurzes Feedback. Die habe ich mir jetzt neu gekauft, wie ich die so finde. Ja, Wildling-Schuhe, ich habe lange überlegt, ob ich das mache oder nicht, seit Jahren. Und ja, jetzt habe ich auch welche nach dem Intro. Erzähle ich dir mehr. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, Barfußschuhe trage ich seit ungefähr 10 Jahren. Damals gab es hauptsächlich die Marken Vivo, Leguano und die Wildlinge konnte man auch schon online bestellen. Im Geschäft habe ich die noch nicht gesehen, aber online. Genau, das hier ist der Flughund, der besteht aus Baumwolle und ich arbeite den ganzen Tag draußen. Also falls dich interessiert, wie wetterfest und outdoor-tauglich der ist, dazu kann ich was sagen. Also was ich hier jetzt gerade sehe, der fängt auch schon an, ne, die Sohle, die ist hier so geklebt, und der fängt schon an, Teilen an, sich abzulösen. Das ist irgendwie nicht so geil. Und hier unten ist er auch schon ein bisschen beschädigt. Also dieses Gummi, ich weiß nicht, wie widerstandsfähig das ist. Seit ungefähr 2 Monaten habe ich die Schuhe. Genau, von der Größe her, also die sind sehr breit, wenn du einen breiten Fuß hast, das ist super. Dafür sind die Wildlinge, glaube ich, wirklich mit die besten von denen, die ich kenne. Und ja, ich habe einfach neue Schuhe gebraucht, weil ich hatte Vivos für draußen und das war Wildleder und das war ganz gut, ne? Die sind dann schön wasserdicht, aber die waren halt auch nicht wirklich für Outdoor geeignet und irgendwann waren die durch. Aber die haben das 6, 7 Jahre ausgehalten, glaube ich. Und der hier, der ist jetzt 2 Monate alt und hat schon ein paar kleinere Schäden. Was ich nicht so toll finde. Und ganz wasserdicht ist der auch nicht. Soll er aber nicht sein, der soll wasserabweisend sein. Und es ist halt einer von den Basic-Schuhen von den Wildlingen. Und ich wollte das dann einfach ausprobieren. 99 € kostet der, wenn er nicht im Angebot ist. Ich weiß nicht, ob er irgendwann im Angebot ist. Ich habe Schuhgröße 43. Passform ist auch 43. Also nochmal zur Wasserdichtigkeit, der soll wasserabweisend sein, besteht aus Baumwolle und ja, die Innensohle ist eigentlich ganz schön, also von der Atmungsaktivität her, ich bin jetzt bei der großen Hitze im Juli und August damit rumgerannt, das waren ja fast 40 Grad, das ist überhaupt kein Problem, also man schwitzt nicht, man stinkt nicht, das ist total angenehm. Also für Wärme ist der bestens geeignet. Zur Kälte kann ich noch nichts sagen. Es ist noch nicht kalt, aber ich habe ausprobiert. Ich habe so 800er Strick Merino Wollsocken für draußen, weil ich den ganzen Tag halt draußen arbeite und ja, im naturnahen Gelände. Also die Schuhe werden auch beansprucht und ja, ich gucke jetzt mal, wie lange hält. Aber bis zum Winter hoffentlich schon. Dann kann ich im Winter nochmal ein Feedback geben vom Barfuß. Also er passt mit den 800er Merino Stricksocken. Man kann den hier an den Schnürsenkeln schön verstellen, dass er richtig weit und breit ist, auch hier für den Fuß. Und ganz viele andere Marken von Schuhen, die ich eigentlich seit langem auch mal ausprobieren wollte, die waren mir gar nicht mehr breit genug. Und der hier ist richtig schön breit. Das ist super. Das ist das Beste an dem ganzen Schuh. Also der wiegt fast nichts. Das Barfußgefühl ist super. Genau. Nur die Beständigkeit. Ich finde es tatsächlich nicht so gut, muss ich sagen, dass er so schnell schon erste Schäden hat. Ja, wenn du hauptsächlich in der Stadt unterwegs bist oder den einfach mal zum Wandern und Spazierengehen benutzt, dann ist er, glaube ich, ziemlich gut. Ja? Und im Winter gebe ich dann nochmal ein Feedback dazu, wie er sich denn da macht. Ja, gut, das war's für heute schon. Wenn du Fragen zu dem Schuh hast, Wildlingsschuhe, der Flughund ist das hier, dann frag unten. Ich kann gerne auch noch mal ein paar Vergleiche machen. Ich habe auch noch den, benutze ich auch noch, wenn es wirklich, wirklich ekliges Wetter ist. Das ist der Tracker von Vivo. Der leistet mir eigentlich seit auch ja, 10 Jahren, war einer meiner ersten Schuhe, richtig treue Dienste. Gut. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.